Hey Leute, David von iDesignish hier und willkommen zu einem neuen kleinen Anfangstutorial wieder einmal. Und zwar, wie ihr so eine CPU-Platine erstellen könnt. Also ich nenne es aber mal so. Aber im Endeffekt ist es einfach nur Displacer mit irgendwas drauf geklatscht. Also deswegen fangen wir mal an. Und zwar als erstes machen wir uns eine Ebene. Die Ebene, ja, ziehen wir uns ein bisschen größer. Also ist im Endeffekt erstmal egal. Dann nehmen wir uns unser Bend-Werkzeug, also Transform-Werkzeug, und nehmen, also halten Maustaste gedrückt und wählen uns Displacer aus. Displacer ist im Endeffekt dasselbe wie, ich zeige euch mal, wenn ihr bei hier bei den Texturen den Displacement auswählt, ist im Endeffekt dasselbe. Das heißt, ist nur besser damit zu arbeiten, meiner Meinung nach, weil man sieht natürlich die Ergebnisse sofort. Deswegen unseren Displacer ziehen wir uns erstmal hier unterhalb von der Ebene. Dann gehen wir auf unser Displacer drauf und wählen unter Shading haben wir hier eigene Shader. Können halt natürlich andere ganz verschiedene wählen, aber wir gehen auf eigene Shader und auf Shader können wir uns natürlich auswählen, was für Shader wir haben wollen. Aber da wir einen eigenen wählen wollen, gehen wir hier auf die drei Punkte. Da können wir uns auswählen. Jetzt habe ich es so gemacht. Ich habe mal auf Google einfach nur, und zwar auf Google habe ich mal Platine eingegeben und habe sowas hier bekommen. Das kommen wir ein bisschen runter und suchen uns so ein Bild. Das heißt, schwarz und weiß ist am besten. Also im Endeffekt ist es egal, aber muss halt sehr kontrastreich sein. Da das hier ein Bildzug hat, wie wir sehen können, ist es nicht so gut. Das heißt, wir wählen uns hier mal irgendeins aus, beispielsweise unten, und sehen hier, das ist schon mal ganz cool, das nehmen wir uns. Jetzt habe ich schon eins mal anderes gehabt, aber im Endeffekt dasselbe, nur halt eine andere Form. Und deshalb gehen wir bei unserem Displacer, voilà, auf die Punkte und scrollen runter zu unserem. Wo haben wir es? Unser Bildchen, wenn wir das finden. Vorzeigeffekt. Na, na. Ah, hier ist es ja. Doppelklick drauf drücken, dann nein. Und wie Sie sehen können, verformt sich das ein bisschen. Das sieht natürlich noch sehr pixelig aus, das heißt, gehen wir auf unsere Ebene, weil die hat noch nicht so viele Segmente. Das heißt, wir machen hier mal 1000, weil 1000 ist Maximum. Also 1000 mal 1, 2, 3, 1000. Und wie wir sehen können, nimmt es schon langsam Form an. So, also ihr könnt es natürlich gerne auch so ein bisschen rumspielen damit. Es sieht auch ganz cool aus im Endeffekt eigentlich. Aber wollen wir nicht haben. Denn wir wollen uns unsere Ebene also ein bisschen kleiner machen. Das heißt, also nicht die Ebene, sondern Displacer. Deswegen, wir gehen auf unser Objekt, gehen auf unsere Stärke. Machen wir mal 5% zum Beispiel. Ah, nicht 5. Wie wir sehen können, geht es jetzt rein in die Ebene. Also seht ihr ja bestimmt die Linien, die verlaufen, gehen halt rein. Das wollen wir nicht haben. Deswegen, wir machen mal minus 5. So, und wie wir sehen können, haben wir hier jetzt ein bisschen raus. Also ein bisschen, ja, abstehend. Machen wir mal minus 6. Obwohl, machen wir mal gucken, minus 10. Ne, okay, ist ein bisschen viel. Obwohl, das ist eigentlich okay. Naja, gut, da können wir gucken. So, dann machen wir uns, also dann kopieren wir uns das. Und zwar, weil wir brauchen ja zwei Ebenen, weil wir halt zwei Texturen haben wollen. Das heißt, die Ebene strgc, strgv. Und ups, wenn wir jetzt in den Blazer gehen, können wir beispielsweise mal, nehmen wir mal plus 10, gucken wir mal, wie es ausschaut. Und das ziehen wir uns ziemlich ein bisschen runter. Na, nicht, sorry, nicht Displacer, sondern Ebenen natürlich auswählen.
sehen wir uns. Na. Müssen wir natürlich gucken. So, jetzt müssen wir schauen. Ich denke, es passt. So, dann gehen wir auf Erzeugen. Redshift, unser Material. Also ist egal, ich mache es halt mit Redshift. Ihr könnt halt ein ganz normales Material nehmen. Deswegen, wir machen uns ein Grün. Ein Dunkelgrün. Machen hier bei Custom mal auf Plastik. Sorry, also deswegen nochmal dunkelgrün. Grün. Dunkelgrün. Und Ebene 1 müsste es sein. Genau. Sehr schön. Dann kopieren wir uns das. C und V. Obwohl, nee, Quatsch, nicht kopieren. Machen wir uns ein neues einfach. Neue Redshift Material neu und machen wir uns einfach ein ganz simples. Und zwar gehen wir auf Presets, auf. Ist ein bisschen tricky, jetzt gehen wir Platin. Und voilà, das ziehen wir uns auf die Ebene. So, wie wir sehen können, sieht es schon mal gut aus. So, jetzt gucke ich doch mal. Ah, genau. Weil hier haben wir das Fältchen. Ah, okay, ist schon ausgefüllt. Na gut, hier haben wir zum Beispiel ein Fältchen, was ganz gut ist für so ein CPU-Ding. Das heißt, wir gehen hier auf unser 3D-Werkzeug, Würfel. Machen unseren Würfel einmal ganz klein und flach. Und ziehen ihn hier rein, so dass es halt passend aussieht. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. Würfel, Rundungen. Rundungen machen wir vielleicht ein bisschen. Ja, 2. Vielleicht mal 1. Ja, ich denke, es ist okay. Da machen wir natürlich auch Platin drauf. Dann machen wir uns einen Text natürlich, weil damit es besser aussieht. Und zwar auf MoGraph, MoText. Das dauert ein bisschen. So, jetzt legen wir uns das hin. Das heißt, wir gehen auf die B-Achse, gehen auf minus 90. Nops, nee. Wir können es mal gucken. Wenn wir das drehen. Ah ja, nee, okay, kippen. Das heißt, wir gehen auf die P-Achse. 90 Grad. Na, minus 90 Grad, sorry. So, dann ziehen wir uns das natürlich wesentlich kleiner. Und ziehen uns das hoch. Noch ein bisschen kleiner. So, und als Text gehen wir natürlich, weil, sorry Leute, AMD ein. Noch ein bisschen kleiner. Na. Na, komm schon. Quatsch, kleiner. So dürfte das okay sein. Ja. Bei dem Text gehen wir natürlich auch auf Deckflächen, machen wir Deckflächen und Rundungen überall rein. So, und das machen wir natürlich auch Platin. So, ich hoffe, das sieht okay aus. So, und jetzt machen wir uns im Endeffekt einfach nur ein Lightning nochmal. Also quasi sind wir jetzt im Endeffekt schon fertig. Ich meine, ihr könnt es auch lassen, wie ihr wollt. Ja, wie gesagt, ich mache mir hier jetzt ein Redshift, Light, Dome Light, weil das finde ich immer ganz cool, das ist immer easy. Bei Dome Light habe ich die Images, die ich hier auch aufziehen kann. Gehe ich auf Presets, also meine Library, auf Presets, Eigen, Material, HDMI.
Das ist Qual der Wahl. Mache ich mehr Indoor? Was könnte passen? Ich mache mal Outdoor. Na, komm schon. Gehen wir mal auf. Ja, ich gucke nochmal Indoor. Weil ich hätte ein spezielles. Ja, ich denke, das ist es, ne? Obwohl, ich weiß nicht. Naja, gut. Und dann gehen wir hier auf Render und gehen auf Redshift und dann gucken wir mal einmal, wie es aussieht. Ja, nee, okay, wie ihr sehen könnt, das passt halt nicht. Ihr könnt euch auch einfach nur Lights machen. Ich glaube, das war das. Gucken wir mal. So, okay, jetzt habe ich gefunden. Also, das ist dieses Aerodynamic Workshop. Googelt mal danach, beziehungsweise ich verlinke euch mal, also gebt euch den Link mal. Das ist HDI Heaven. Gibt es echt coole, viele HDMIs, also auch in 4K und sowas, die ihr euch kostenlos downloaden könnt. Und da habe ich eigentlich im Endeffekt die ganzen Packs her. Könnt ihr euch gerne mal downloaden oder halt ihr experimentiert selber ein bisschen. Wenn ich habe das jetzt mal genutzt, das heißt, wenn wir das mal rendern jetzt. Sieht es schon mal so ein bisschen danach aus. Jetzt werden wir das natürlich noch mal ein bisschen nachjustieren. So, wie wir sehen können, ist es eigentlich schon mal ganz cool soweit. Also, na klar, also sieht halt natürlich sehr komisch aus, also mit den Spiegelungen, Reflexionen und sowas. Deswegen gehen wir hier mal auf, also am besten machen wir bei Redshift Render Preview. Dann sehen wir, was wir machen. Wenn wir hier jetzt auf das Play gehen, dann rendert er jedes Mal, wenn wir irgendwas verändern, rendert er es nach kurz. Im Hintergrund. Deswegen, wenn wir jetzt hier auf unser Ding gehen, unser Shader, dann einfach mal bei Roughness, ich sag's jetzt einfach mal etwas höher stellen. Na, das ist ein bisschen zu viel. Ja, so ist doch okay. Dann sehen wir hier, ist es halt ein bisschen verwaschen, so wie es halt aussieht normalerweise. Also so gehe ich mal von aus halt. So, ansonsten finde ich das ganz cool, dass na, der Text, der kann auch ein bisschen tiefer gesetzt werden von mir aus. Ja, so ist doch gut. Na. Nur ein Stückchen nicht so weit. Naja, okay. Dann lassen wir es so. So ist doch okay. Na, ist so gemacht. Ja, und an sich finde ich das eigentlich schon ganz cool soweit. So soll es auch im Endeffekt bleiben. Jetzt können wir natürlich auch, also später würden wir in Photoshop, könnte natürlich sowieso alles nochmal ändern, also von Lighting her. Ansonsten gehen wir hier, weil wir sehen halt beispielsweise in der Vorschau, dass es ein bisschen, na, wenn wir es so machen, wenn wir das hier rendern. So, also wie ihr sehen könnt, hat es halt ein allgemeines Rauschen hier, also so diese schwarzen Sachen und so. Die können wir beheben, indem wir auf Render-Voreinstellungen gehen, dann auf Redshift, auf, na, wo haben wir es? Genau, hier die Samples einfach hochstellen, beispielsweise sind auf 16. Also je nachdem, wie euer PC halt ist, ich stelle die immer ganz gerne auf 800. Dauert zwar eine Zeit lang, aber dann ist alles ganz smooth. So. Und jetzt natürlich, damit es noch ein bisschen, also ich stelle die erstmal wieder runter, damit das Rendern einfacher ist und schneller geht. Und zwar zum einen gehen wir hier auf Render Preview nochmal, haben wir halt diese dunkle Flecken hier. Das heißt, wir gehen auf unser Daumenlight am besten nochmal, können hier halt verschiedenes ein bisschen rum justieren. Deswegen, wir gehen auf unseren Exposure, können wir halt anpassen.
weil wenn wir das jetzt natürlich runterdrehen, ist halt sehr viel Schatten. Wenn wir das jetzt hochstellen, ist es heller. So, ich denke nicht zu hell. Ich denke, das dürfte okay sein. Ja, das sieht schon mal gut aus. Jetzt, was wir natürlich machen wollen, ist Redshift, Kamera, Standardkamera, wollen wir die Verschärfe haben, also diese Unschärfe, die man hat. Deswegen gehen wir auf Bokeh, Enable und experimentieren ein bisschen. Gehen hier erstmal auf Focus Distance Kamera to from Kamera erstmal weg und können hiermit erstmal ein bisschen rumspielen mit den Werten. Also ich hab's immer ganz gerne. Also müsst ihr halt immer gucken, was wie es best für euch ist. Ich mache das einfach mal größer. Und zwar als erstes, das vergesse ich immer, müsst ihr natürlich die Kamera aktiviert haben. Ups. Und jetzt sehen wir natürlich auch, ändert sich hier vieles. Na, komm schon. Ich will dich ein bisschen wegziehen. Na. Okay, das dauert das immer eine Weile. So, voilà. Das ist natürlich die Distanz ein bisschen zu extrem. Ups, na komm schon. Also am besten ist es immer, wenn ihr einfach auf auf hier Up und Down quasi gedrückt haltet und einfach eure Maus bewegt hin und her. Weil dann springt ihr nicht so, die Werte nicht so hoch, springt ihr dann nicht so viel weiter. Also vielleicht für euch kurz zum Verständnis. Also hier könnt ihr mit Justin halt, also zum einen mit dem zweiten Wert, ich gehe mal runter mit dem Radius, also was für ein Bereich denn fokussiert werden soll. Also wie ihr sehen könnt, ich habe beispielsweise oben und unten ja, Tiefenschärfe. Heißt, wenn wir können uns das beispielsweise, wenn wir uns das jetzt hochziehen, sehen wir halt, der Bereich, der fokussiert ist, wird immer kleiner. Wenn wir uns das jetzt nach unten ziehen, sehen wir, okay, der Bereich wird immer größer. So, hier oben sehen wir quasi, was fokussiert werden soll. Also im Bild, welche Position, entweder oben oder unten. Oder halt natürlich beides. Und die Drittposition ist halt die Power. Das heißt, wie stark das ist. Und als letztes haben wir den Aspekt. Das heißt, so quasi, ich sehe es mal so, Bewegungsunschärfe, dass es halt verwischt ist. Das mache ich halt immer auf 1, weil das sieht natürlich dann ein bisschen besser aus. So, jetzt habe ich mich dafür entschieden. Also das, die mittlere Leiste ist quasi fokussiert. Und deswegen gehen wir auf einer Voreinstellungen dann auf Basis und machen 10, dann 800, damit das ganz smooth ist und dann rendern wir es mal. So, und ja, jetzt sind wir soweit fertig. Also da wir jetzt zu lange gemacht haben, würde ich sagen, stopp, was mir hier. Also wie ihr sehen könnt, ist es doch in relativ kurzer Zeit, also gut 20 Minuten jetzt, aber im Endeffekt geht es im Endeffekt 5 Minuten oder sowas. Ziemlich coole Sachen erstellen könnt mit Displacer. Ihr könnt eigentlich alles nehmen, also könnt ihr euch da wirklich austoben, also kriegt da wirklich coole, abstrakte Sachen mit hin. Könnt gerne mal, wie gesagt, ja, gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne was anderes sehen wollt. Und ansonsten experimentiert da mal rum. Und ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt für andere Tutorials oder gerne was wissen wollt oder so, haut es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und ansonsten mir ein Like da lassen würdet, eventuell teilen würdet mit Freunden. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.